Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Ganz genau, Pep, das ist die Taktik, die ich dir erklärt habe, die würde ich spielen. Hallo Leute, ich bin es, Manni. Ich hab dem Trainer kurz was gesagt, was da irgendwie beachten muss. Ne? Hier, ich bin bei den Bayern. Ist das ein geiler Club? Ich liebe das hier. Aber es gibt ein Problem, die Sitzplatzgrafik im Bus, weißt du, die Ordnung. Die ist veraltet, da steht der Dante noch mit drauf. Der Schweinsteiger und der Schweizer Spieler, der Shakira, Hipster und Leih. Aber ich erkläre die Jungs nicht persönlich, wer jetzt wo sitzt, das ändert sich. Robert, pass auf, ich hab das Ganze mal so Feng Shui-mäßig, hab ich das so ein bisschen ausgerechnet. Der Platz hier, der ist für dich so optimal. Das ist zwar die sogenannte Geldecke, verstehst du? Richtig, ganz genau, aber wenn du mehr Tore machen willst, dann musst du woanders sitzen, verstehst du? Aber Sitze spielt keine große Rolle, wirklich. Ich freue mich, dass ich sitze. Ja, das ist meine Gruppe sitze wahrscheinlich. Das weiß ich, ja, aber das spielt gar keine Rolle, weil ich bin ja der Chef. Hier im Bus bin ich der Chef. Was wichtig wäre, wenn man einen neuen Platz für dich suchen, muss das Richtung Osten sein. Ich meine, da kannst du in dein Heimatland gucken, zu den Polen rüber, wa? Oder kann das auch Westen sein? Kann auch Westen sein, kein Problem. Ist egal. Ja, egal. Nimm mal die Flucken nach unten. Ich meine, du weißt ganz genau, das ist normal der Platz vom Trainer. Ja, aber ich habe das auch für dich berechnet. Und ich sag mal so, du bist ein Starker, aber du willst stärker werden, du willst der Beste werden, verstehst du? Und das ist nicht optimal, weil hier läuft eine Wasserader runter. Mann, was für eine Wasserader? Wasserader. Ja, ich weiß, du weißt nicht, was ich meine, aber das Pipi-Auffangbecken von die Bustoilette, das ist für dich, ist das für die Weiterentwicklung, ist das nicht optimal. Deswegen gibt auch Ärger mit dem Pep. Komm, ich hab einen anderen Platz für dich. Komm mal mit. Das ist jetzt hier dein Platz. Das wäre dein neues Reich. Hast alles, was du brauchst. Schnippelbecken, Brettchen, Entschuldigung, Abwaschbecken, hier Olivenöl für den richtigen Geschmack. Ist so gut, oder? Manni, ich muss sagen, du hast ja an alles gedacht, an fast alles. Aber wenn ich mich hier gerade hinstelle, tut mir leid, aber da kann man ja mitarbeiten und das tut meiner Entwicklung mit Sicherheit auch keinen Gefallen. Also, lieber hier sitzen. Hier? Ja. Hier willst du sitzen? Ja, das ist super, weil das ist der alte Platz vom Schweinsteiger. Verstehst du, der ist so ein bisschen dreckig. Ich sag immer so, hier hat ein Schwein gesessen, aber Spaß beiseite, das ist okay. So, Robert, pass auf, ich sag dir was. Ich meine, auf dem Platz bist du der King. Verstehst du? Aber hier bin ich denn. Keine Schuhe im Bus. Mhm. Verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Kein Ball im Bus. Kapiert? Mhm. Nicht hier rumköppen. Okay, zack, richtig. Und Polnisch kannst du mal sprechen, aber besser ist natürlich, wir sind bei den Bayern, wenn du Deutsch redest, weil ich verstehe das nicht. Okay. Ah, schade. Okay. Hat er mich schon wieder verarscht, ja, wa? Hier, der Robert. So ein bisschen. Also, Takt kann ich, wa? Takt, Takt. Ja. So, das ist wichtig. Das ist jetzt das, was ich dir gezeigt habe. Verstehst du? Ja. So. Ja. Was gezeigt? Dann ich kann dir auf der Platz was zeigen.